Also du willst wissen, wie eine Uhr funktioniert? Na dann lass mich dir die Zeit erklären. Also bei einer mechanischen Uhr ist es so ähnlich wie beim Kaffee. Man muss sie erstmal aufziehen, damit sie in die Gänge kommt, dann laufen die Zahnräder und Hebel wie wild und bringen die Uhrzeiger in Schwung. Das Ganze ist wie eine kleine Achterbahnfahrt für die Uhr, nur ohne Loopings und ohne dass einem schlecht wird. Und bei elektronischen Uhren ist es wie bei einem Musikfestival. Der Quarzkristall oder Oszillator spielt die Musik und der Mikroprozessor ist der Dirigent, der alles im Takt hält und die Uhrzeiger zum Tanzen bringt. Und wenn du eine Funkuhr oder GPS-Uhr hast, dann ist das wie wenn du deinen persönlichen GPS-Butler hättest, der dir sagt, wo du bist und wann du wo sein musst. Aber Vorsicht! Wenn deine Uhr immer zu spät kommt, dann ist sie wahrscheinlich wie ein Student kurz vor der Deadline, immer in Zeitnot und mit dem Kopf in den Wolken. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.